Moin Moin, hallo Freunde, neues Video. Es ist ganz früh morgen und es ist echt kalt. Warum echt kalt? Weil wir sind fast im Winter und es ist schon minus 1 Grad. Warum bin ich draußen? Ich bin hier fast am Wasser mit meinem Kajak. Ich war leider lange nicht am Wasser mit meinem Kajak, ungefähr 3 Wochen und das geht nicht. Es ist klar, echt kalt. Aber die Dorsche, die große, die kommen fast am Ufer in die 6, 8 Meter tief. Und ja, aktuell das Ziel ist, ein neues PB zu fangen. Also für mich und Christoph. Christoph ist auch dabei. Wir gehen auf über 70, vielleicht über 80 Dorsch. Bei diesen Temperaturen, klar, brauchen wir einen richtigen Trockenanzug. Sonst es ist wirklich zu kalt und auch zu gefährlich, Leute. Also Schwimmweste, viel Pulli und natürlich Trockenanzug. Ah, wenn die Sonne kommt, das wird geil. Bin gespannt. Mal sehen. Geht los. So Leute, wir sind gerade im Wasser, super flach, sehr schön, ein bisschen Sonne, ein bisschen wärmer als geplant, also minus 1, jetzt vielleicht 0 Grad, ja, sieht gut aus, niemand am Wasser, wir sind allein für einen Sonntagvormittag, geil, 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 ich bin gespannt, die Fische sind da, wir müssen nur die Fischen finden. Also wie gesagt, die sind momentan nicht so tief. Wir werden zwischen 5 und 10 Meter probieren. Suchen habe ich mein Echolot Hummingbird Helix 8 mit der Karte, tiefe Karte. Hier kann ich die Kante sehen. Die Steine auch, die Löcher auch. Hier habe ich mein Down Imaging. Ich kann wirklich am Grund sehen, was gibt. Hier, es gibt ein bisschen Kraut. Und hier, das ist mein Side Imaging. Ich kann rechts und links Seite sehen. Hier, ich kann auch ein Kraut sehen. Ich will einfach zum Erkunden. Dann kann ich nur fahren, um die Fische darunter sehen, auf der Seite auch sehen. Und ich gucke hier, ich möchte hier probieren, diese Kante. Mal sehen, wie das läuft. Haben Hüchelot. Hier sieht gut aus für mich. Genau. Ein paar Löschen, Steinen, ein bisschen Struktur. Das ist wichtig beim Dorschangeln. Ja, erster Fisch. Yay! Gerade angekommen auf meine Stelle. Gerade angekommen und ein Fisch. Das ist aber geil, oder? So sind schon fast 60er, habe ich. Hey, erster Fisch. Na, war 5 Minuten. Das ist noch nicht mein Monster, aber trotzdem ein guter Fisch. Langer, aber schmal. Mit Gummifisch probieren. Leichte Rute bis 12 Gramm. Mein Lieblingsköder, ein Chabot.
geht los. Schon Spaß. Etwas wichtig beim Dorschangeln. Die meisten Dorschen, die bleiben auf die gleiche Tiefe. Manchmal flach, manchmal tief, manchmal 6 Meter, manchmal 10, manchmal 12 oder 18 oder 20. Es ist abhängig von der Wassertemperatur und der Jahreszeit. Aber zum Beispiel momentan, die sind ungefähr in die 5, 8 Meter tief. Die kommen nur die Krebs fressen. Wenn die haben die richtige Tiefe gefunden, bleibt in dieser Tiefe. Jetzt haben wir unsere Dorsch in 5, 6 Meter gefangen. Wir werden in 5 bis 8 Meter tief angeln. Ja, erster Biss mit Gummifisch, Live-Biss. Geil. Was gesagt, 6,1 Meter tief. Ah, das ist fast 50er. Ist noch ein bisschen klein. Weiter so. Ja. Nein. Glück gehabt. Ja, der kommt wieder. Gleiche Stelle. Ein Wurf später. Vielleicht besser. Oh ja. Oh nein! Ja, waren wir zwei Würfe hier, zwei Fische. Oh! Drei Würfe, drei Fische. Entschuldigung. Der ist besser. Auf jeden Fall. Yeah. Der ist über 60. Das ist ein schöner, oder? Geil. Und zwei Stück in die. Oh. Oh. Entschuldigung. Oh, gegen 50 zum Beispiel ja gefangen. Aber das ist schwer. Boah, das ist schwer. Ich habe funktioniert, ja. Hey. Boah, mein Schabu wieder. Warum fange ich die Fische hier? Weil hier am Grund, es gibt einige kleine Steine, hier. Manchmal ganz viel mehr. Und das hält die Krebs und das hält die Raubfisch. Ja, Fisch. Fischhorn für Christoph. Ein guter oder was? Was geht? Ja, ich auch. Nochmal auf dem Schabu. Genau, der war dran. Ja. Keine Biss. Ja, wieder. Ja, danke. Ja, komplette.
Warte, du bist zu schnell. Ja, du auch. Doppeldrehen? Geil. Oha. Okay. Hey, du, ein guter. Und richtig spät auch. Ich habe gesagt, kleine Kinder, manchmal große Fischen. Neue Sandschad, 8 cm, also noch kleiner, feierteige Farbe. Neue Köder von Dollarland dieses Jahr. Und hat gerade mein größter Fisch des Tages gefallen. Ja. Richtig fette Fische, oder? Geil. Geile Fische, oder? Richtig fett. Der ist gut. Jo. Jo. Ja. Der ist breit. Kleine Kette, große Fische. Ja, wie angekündigt. Ja, was so ein kleiner Chabot mit 17 Gramm alles bringen voll kann. Voll genau. Den wollte er haben. Und es ist noch nicht fertig. Ja, und der sieht immer noch aus wie neuer. Fast. Den gebe ich wieder zurück. Das war schon der letzte Fisch. Was machen wir? Schleppen wir bis zum Ufer? Ja. Also. Schlippen. Ja. Genau hier habe ich die erste Dorsche gefangen. Ah. Die hat mich letzte Woche auch dort gefangen. Die sind gerade genau auf einem Wegpunkt von mir. Genau, also ich habe meinen ersten Punkt für heute. Gerade gesagt, hier habe ich meinen ersten Dorsch gefangen. Und bestimmt mein letzter. So Leute, ja, es ist das Ende. Wir haben genug Dorsch gefangen. Und am meisten mit meinen Lieblingsköder. Schabo, feuchtige Farbe. Auch Mütter euch verbaut. Funktioniert. Ja, ich bin super zufrieden. Christoph auch. Wir haben beide unsere Bagel mit voll gemacht. Mit alle Fisch über 60, würde ich sagen. Ist ganz gut. Für unsere PB leider nicht geklappt. Aber trotzdem gute Fische. Bis fast 70. Das Wetter ist herrlich. Klar. Wasser super klar. Und ja, das war geil. Einfach top. Ein Tag auf der Ostsee. Ja, ich wünsche euch das Gleiche, Petrial und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Perfect.